Herzlich willkommen zurück zur Let's Play SimCity Städte der Zukunft. Mein Name ist Gabur, jawolla, und ich muss jetzt ja eine Folge aufnehmen mit euch oder für euch. Und wir müssen jetzt erstmal gucken und uns jetzt erstmal ein Bild über die ganze Dinge hier machen. So. Wie viel haben wir drin? Schade. So. Was mich jetzt gern so interessiert, ist halt, wie können wir jetzt noch ein Stadtviertel hier mit reinbauen, so dass wir aber auch Platz schaffen. Also das bedeutet, ja klar, wenn ich jetzt hier was reinbaue, dann haben wir nicht genug Platz. Das ist logisch. Mein Gedanke liegt da drin, dass ich überlegt habe, vielleicht das Eisenerz nicht mehr selbst abzubauen, sondern einzukaufen. Diese Helikopterbasen jetzt hier an den Dingern ranzumachen und dann beliefern lassen. Das ist erstens meine Idee. Meine zweite Idee ist dann, dass wir hier ja eine ganze Ecke mehr Platz bekommen. Dann zum Beispiel hier das Handelsdepot abreißen, können wir dann zum Beispiel dahin setzen, das andere Handelsdepot. Und so würden wir hier schon mal eine ganze Ecke mehr Platz bekommen. Oder zum Beispiel auch mehr Industrie bauen können. Das ist jetzt so diese nächste Frage, die ich mir anstrebe hier. Dann sagen alle, ja, ich soll hier so ein Kernfusionslager bauen. Keine Ahnung. Ich habe da ein bisschen Schiss vor diese ganze Kernfunktionslager, wenn ich ganz ehrlich bin. Außerdem sind das auch nur 200 Megawatt. Ja, das hier produziert schon 300. Doch wenn ich davon 100 abziehe, dann haben wir noch 28 Megawatt über. Oder man müsste halt so ein richtiges Kraftwerk, aber keine Ahnung. Also, ich stehe halt eher auf diese Sonnenenergie hier. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Und wenn ich noch einen Turm baue und ich klatsche da oben noch einen drauf, dann erzeugen wir ein 400 Megawatt in dem Sinne. Und dann hätten wir ohne Ende genug Strom. Und dann könnte das Ölkraftwerk auch zum allerwertesten getreten werden. Das würde bedeuten, wir könnten hier nochmal Industrie bauen. Dann, wie sieht's mit meiner Bodenverschmutzung aus? Ich sollte erstmal die Zeitscheiner stellen hier. Das mögt ihr ja nicht so gern. So, eigentlich könnte der jetzt abgerissen werden. Weil zu mir wurde gesagt, es soll angeblich nicht die Bodenverschmutzung wieder ausgetreten werden. Keine Ahnung. Dadurch würden wir wieder ein bisschen Geld auch einsparen. Hier saugen wir jetzt so langsam was weg. Und dann würde ich gerne hier hinten noch eins hinsetzen. Um hier... Oh, was ist denn hier passiert? Oh. Ihr alten Dreckschweine! Wer macht denn hier so viel Dreck von euch? Ei. So geht das aber nicht. Nee. So geht das aber nicht. Auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, so, Leute. So. Eindämmung des Schmutzes wird gestartet. So, dann müssen wir uns das jetzt hier angucken, wenn wir den jetzt hier abreißen. Ja, wir haben jetzt hier eine Bodenverschmutzung von 0000000. 00 ist die Hygiene. Und reißen wir jetzt mal ab. Warten wir einen kleinen Augenblick. Wieso haben wir denn hier Bodenverschmutzung in dieser Region?
Ihr habt doch alle Kackehaufen gemacht und deswegen ist das da alles so dreckig. So, müssen wir uns jetzt erstmal hier angucken. So, Bodenverschmutzung und... Ha! Ist sauber geblieben. Hat funktioniert. Super, Ingo. So, dann soll er erstmal da aufräumen und da den Boden reinigen. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob man das hinbekommt. Ja, aber wenn wir Eisenerz einkaufen, es ist auch teuer. Das muss man ganz ehrlich sagen. Was kostet Eisenerz, wenn man es einkauft? Wir haben ja hier irgendwo noch ein Lager mit Eisenerz. Eisenerz kostet zum Beispiel Export 6.868 für 10 Tonnen. Wenn man sich jetzt hier mal ganz kurz die Fabrik anguckt, da gehen 60 Tonnen rein und ja, die Lieferung läuft ganz schön schnell. Aber bauen wir hier zwei hin und da zwei hin, dann bräuchten wir schon mal kein Öllager mehr. Doch, wir bräuchten noch eins. Aber dieses Lager hier. Und haben wir hier. Oh, das war nicht gewollt, aber lese ich trotzdem vor. Sieht so aus, als würde unser Import der Weltmarkt explosionsweit übersteigen. Wenn sie mehr Ressourcen auf dem Weltmarkt exportieren, sorgen wir dafür, dass es sich für sie richtig lohnt. Ja, das machen wir später. Ich wollte gucken, was wir hier haben. Hier haben wir zum Beispiel Plastik und Metall und das. So, aber hier wäre eigentlich noch ein Platz übrig, wenn ich mich recht entsinne. Nee, vier, aber wir haben doch nur drei. Eins, zwei, drei. Ach nee, zweimal Öl. Genau, aber wir könnten zum Beispiel einmal Öl entsorgen. Dann könnte man da die Prozessoren hinsetzen. Und schon würden wir einen Platz sparen. Wir haben ja hier genug Ressourcen. Ich werde es einfach ausprobieren. Komm. Wir bauen das jetzt. Wir bauen jetzt hier eine Landestation, da eine Landestation und dann hier eine Flugzeuglandestation und da eine Flugzeuglandestation. So, dann das an. Ja, das ist alles Paletti. Sehr schön. Und dann möchte ich gerne, nee, so nicht. Den anklicken, ja. Ich habe übel Schnupfen, Leute. Es tut mir ganz herzlich leid, wenn ich vielleicht die Nase hochziehe. Dann war es nicht bewusst. Und auch keine Absicht. Achso. Naja. Ich muss erst den wieder anklicken, dann dahin. So. Und so. Und da haben wir noch so ein Rohr. So. Jetzt kommt halt nur die gute Frage, ob die Lieferungen wirklich reichen, die wir jetzt hier angebaut haben. Ich will es wirklich hoffen. Und Prozessoren stellen wir ja halt selber her. So. Hier ist gerade ein Öllager komplett leer. Dann möchte ich gerne da hingehen und dieses Öllager abreißen. Sehr schön. Und dann möchte ich gerne, dass hier ein Prozessorlager gebaut wird. Prozessoren. Sehr schön. Und dann möchte ich, dass diese Prozessoren exportiert, exportiert werden. So. Hier müssen wir noch warten, bis das hier entleert ist. Jawohl, Dankeschön. Dann können wir nämlich dieses ganze Lager in die Mülltonne werfen. Tschüss. So. Juju, juju. Was haben wir eigentlich Zufriedenheit? 86%. Hoa. Was brauchten wir, um erfolgreich weiter zu forschen? 90. Also schon ein ganz schönes Stück. Also wenn man jetzt sieht, was man hier am Platz dadurch erschaffen hat, ist schon cool. So,
Wellengenerator, Fusionsreaktor. Versorgen Sie eine Elite-Megatour mit Hilfe der Hightech-Fusionsreaktor mit Strom. Bringen Sie die Reaktoren durch eine andere Stromquelle zum Laufen, um danach in den Genuss sicherer und sauberer Energie zu kommen. Warum sicherer Energie? Das werde ich mir dann mal angucken. Erstmal werden wir das erforschen. So, haben wir. Ja, man sieht es, es hat auf jeden Fall hier oben eine ganze Menge gebracht, finde ich. Wie sieht es jetzt hier oben mit der Bodenverschmutzung aus? Ja, nicht so schön, ne? Guck mal, der hat schon nichts mehr zu tun. Der nächste müsste jetzt... Hier, mach hier oben sauber. Los, arbeite, 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 arbeite. Schön saugen, saugen, saugen. Ja, saugen. Er hat saugen gesagt, die Drecksau. Ja, ich tue mich allein, das war seine Absicht. Irgendwie müssen wir hier... Da bringt uns das gar nichts. Weil der ist schon genau an der Grenze, wo er war. Da will ich den so hinhaben. Oder am besten wäre so. Das wäre cool. Aber wie ist der Dreck hier oben hingekommen? Also das würde mich schon mal gern interessieren, aber gut. Ja. So haben wir jetzt schon cool was geändert und jetzt... Ja, nächster Megaturm wäre eigentlich angesagt, erstmal. Aber halt ein Elite-Turm hätte ich gern. Das steht auf jeden Fall fest. Und dann müsste der hier so hin. Aber wenn ich den da hinbaue, dann kommen wir vielleicht... Warte mal. Ist hier ein Anschluss? Da haben wir einen Anschluss zu Skybridge. Und da hätten wir einen Anschluss zu Skybridge. Also wenn wir den hier hinsetzen, könnten wir, wenn wir Glück haben, da die anschließen. Also kommt da der nächste Elite-Megaturm hin. So, dann brauche ich Straße, Straße, Straße. Jawohl. Sehr schön. Da haben wir eine Straße dran. Bauen wir da jetzt auch noch eine Straße ran. Ach, so ein kleiner Querstrich ist ja schon... Warum funktioniert das wieder nicht? Zu dicht, okay. Ach, wegen der Haltestelle. Ah, alles klar. Ja, machen wir weg. Dann... Nee. Hä? Weil... Das finde ich blöd. Ne, mache ich nicht. Jetzt kriegen wir das nicht mehr weg, oder was? Naja, bleibt das erstmal so. Dahin, dann brauchen wir Straßenbahn und da eine Station hin. So. Da lecken wir die Kornis. Da kommt die einfach wieder hin. Fertig. So. Der nächste Elite-Megaturm ist im Bau. Jetzt bin ich wirklich am überlegen, ob man das, den Handelsdepot nicht hier noch mit reindrückt. Aber hier haben wir halt, ja, weiß ich auch noch nicht, 228.000. Ich brauche mehr Einwohner. Ich brauche Massen. Daher bin ich am überlegen. Am überlegen. Ist ja auch so ein Weg, ne? Ja. Tada. Tada.
So. Nee. Und dann... Halt, brauchen wir ein paar Parks. Ein paar Parks. Erstmal müssen wir hier unseren Geldpreis anschauen. Unser Geldpreis hier liegt eigentlich ganz, ganz im grünen Bereich. Aber wenn wir hier noch so einen fetten Koloss mit reinklatschen, dann sieht das ja noch eine ganze Ecke schöner aus. So. Und ich möchte gern hier... Hier. Und so. So, dann haben wir da schon mal wieder ein paar Wohnhäuser auch. Ja, schön, ja, schön, ja, schön. Was haben wir jetzt hier gebaut? Mittlere Klasse. Was ist am wichtigsten? 997 offene Stellen und 602 offene Stellen. Also wir können auch wieder Büroetagen bauen. Das freut mich. So. Ich bin der Meinung, wir bauen noch eine mittlere. Jawohl, Baubeginn. Fang an zu bauen, Baby. Fang an zu bauen, Baby. Ba, 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 ba. Ich bin heute durchgeknallt. Ich muss gleich noch den Knast aufnehmen. Ja, heute kommt eine frische Folge Knast. Und dann gehe ich auf eure Fragen ein. Nur schon mal so zur kleinen Info am Rande. Und deswegen mache ich jetzt nur eine Folge SimCity. Und dann kümmere ich mich darum. So. Ist zwar nicht viel, was wir jetzt hier an Wohngebiet gebaut haben, aber jedes Häuschen bringt ja halt was, ne? So. Haben oder nicht haben. Eigentlich müssten wir hier Gewerbegebiet hinbauen. Weil das Gewerbegebiet kriegt mehr Geld durch Tourismus. Oh, gleich können wir abschießen. Gleich gibt es 10.000. 500.000 gleich. Sehr nice, sehr nice. Das Ding macht richtig Kohle. Das kann man nicht anders sagen. Wir machen immer noch 46.000 plus. Omega läuft. Super. Klar, die laufen sowieso super. Alles picobello, amigo. Alles richtig Banano. Chicago. Chiquita, Chiquita, ich fahre auf eine Chiquita. Aha, 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 das ist ganz schön teuer. 170.000 Barrel Treibstoff. 1.400 Tonnen Legierung und 400 Kisten Computer können wir gar nicht bedienen. Naja, gut. Dann halt nicht. So. Wir machen weiter. Und zwar, wir haben jetzt zwei normale. Dann möchte ich gerne zwei reiche. Bau beginnen. Bau beginnen, Baby. La, 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 la. Da haben wir noch so ein bisschen Öl drin. Das Öl ist ja hauptsächlich nur noch fürs Kraftwerk. Aber eigentlich können wir hier... Die Öl... mal ausstellen. So. Mal gucken, ob der das nicht alleine hinkriegt. Bahnhof. Bahnhof sieht gut aus. Diese Industriegebäude finde ich wirklich nice. Mit den Solarzellen oben drauf und so. Das finde ich schon sehr nice, wenn man hier auch eine Solarzelle... Das sieht doch schon sehr nice aus. Also das muss man wirklich sagen. Da haben sie sich schon cool was einfallen lassen. Finde ich persönlich sehr geil. Ja. Oder dann hier den... Hier diesen Megaturm und dann hier diese riesen anderen Türme von SimCity, die ja so gebaut werden. Ist schon was sehr Geiles. Kann man nicht anders sagen. So, jetzt sind wir bei 42.000. Und hier... Apartment, Apartment, alles proppenvoll. Sehr geil. Das Problem ist einfach nur, wir können hier diesmal wahrscheinlich keine Reklametafel drauf machen. Oder ich werde hier die Reklametafel abreißen, weil so viel Plus macht der eh nicht. Ja, das sind 4.000. Kommt hier die Reklametafel runter, hier eine drauf und dann hier das Kraftwerk. Irgendwie so werde ich mir das noch einfallen lassen. So, wir hauen hier gleich das nächste Apartment oben drauf.
Baubeginn. Also mein Ziel ist mal 300.000 Einwohner zu erreichen. Das wäre nice. Muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, man kann hier 500.000, 600.000 erreichen. Alles nur mit den niedrigen Etagen. Weil wenn du die niedrigen baust, geht wohl die meisten Leute rein. In diese geht weniger Leute rein. Kann man ja hier bei dieser... da, Bewohneranzahlen sehen. 101 Einwohner wohnen da. Oh, da wohnen... Ja, das ist ein Megaturm in dem Sinne. Aber, na gut, die fahren ja immer hin und her. Ja, was soll man da machen? Die gurken ja die ganze Zeit zur Arbeit und so. Aber der Spawny hatte das mal aus... Oh, Entschuldigung. Hatte sich das mal angeschaut und er meinte, in diesen Gebäuden wären mehr drin. Kann natürlich sein, dass das auch wieder entfernt worden ist. So, wir sagen damit erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten bei SimCity Städte der Zukunft. Und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal, euer Gabur. Ciao, ciao.